Das macht eigentlich Freude. Als die Köhlers einzogen, hatte das Haus Schäden. Aber es reizte auch, gerade hier der Familie ein Dach über den Kopf zu geben und Patienten zu behandeln. Ich weiß nicht, ob es ein Traum ist. Es ist auf jeden Fall Realität. Und man fühlt sich verpflichtet, dem Hause Rechnung zu tragen und es in seinen Eigenheiten so weit wie irgend möglich zu erhalten. Das glücklicherweise ist in diesem Hause hier die Nutzung so, wie sie ursprünglich konzipiert war, als Wohnhaus für einen Arzt mit Praxis. So wird es heute auch genutzt, auch wenn die Raumaufteilung für diesen Zweck...